Polizei stoppt älteste Verkehrssünderin aller Zeiten. Das sind die Top-News des Tages. Bub stürzt in Wien auf U-Bahn-Gleis und verletzt sich. Laut Augenzeugen war der 12-Jährige mit seinem Handy beschäftigt und sei deshalb gestürzt. Passanten betätigten sofort den Notstopp und zogen den Burschen von den Gleisen hinauf. Gleichzeitig alarmierten die Wiener Linien den Notruf. Der Bursche wurde mit Verdacht auf Knochenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. Interstar zwickt Gegner in den Sack. Mailand-Stürmer Markus Thuram sorgte im Achtelfinalrückspiel von Inter Mailand gegen Atletico Madrid für skurrile Szenen. Er kniff Abwehrspieler Stefan Savic in sein bestes Stück, der daraufhin zu Boden fiel. Eigentlich hätte es für diese Aktion eine rote Karte wegen Tätlichkeit geben müssen, doch die beiden klatschten sich freundschaftlich ab und die Sache war geklärt. In Italien stoppte die Polizei eine Dame ohne Führerschein und ohne Autoversicherung. Doch dann die Überraschung, die Frau ist 103 Jahre alt. Sie fiel auf, weil sie immer wieder durch die gleiche Straße fuhr. Bei der Kontrolle meinte sie, dass sie Freunde außerhalb der Stadt besuchen wollte. Die Dame mit dem Geburtsjahr 1920 wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Das Auto wurde beschlagnahmt. Jetzt will sie Moped fahren. Die ganzen Artikel findest du auf heute.at.